Harry Potter und die Phönixbande. 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 Faltbare iPad. Und naja, und dann sah ich diesen Voldemort, der irgendwie aussah wie der Slenderman. Und naja. Hey Potter! Ich hab gehört, du hast alle drei Zeitsprünge verballert, um hier hinzukommen. Was ist denn da los beim Phönixorden, Mann? Es heißt Phönix Bandemann. Ist es nicht wert, Harry? Hey, schalt mal einen Gang runter, Potter. Warum bist du nur so empfindlich? Die sperren das doch hier bei YouTube sonst. Harry, ich glaube, der Zug mit den Urheberrechten ist eh abgefahren. Hier mit euren logischen Argumenten. Oh, fuck. Was ist denn, Harry? Die letzte selbstfahrende Kutsche ist weg. Oh, und das heißt, die überbleiben bringt. Bonsoir, mes amis. François, das französische Pferd. C'est correct, was habt ihr für ein Glück? Ich freue mich, euch begleiten zu dürfen. Seid ihr bereit für einen Trip nach Hogwarts? Merde. Ich werde euch auf eurem Weg nach Hogwarts von meinem spannenden Leben erzählen. Wisst ihr, ich lebe schon seit vielen hundert Jahren. Ich war das Pferd von Napoleon, oui, oui. Ich war das Lieblingspferd, er hat immer gesagt, François, ohne dich bin ich nur halb so groß. Oh Mann, ja, ich will wieder nach Hause. Das ist mein Lieblingspferd, also seid nett zu ihm. Ich fahre jedes Jahr mit François mit. Ich glaube, er kann sprechen. Harry, wie lange dauert der Weg nach Hogwarts? Also Pi mal Daumen, 7,5 Stunden? Scheiße. Mine, kannst du bitte aufhören zu schmatzen? Lora Samobile, Lora Pro Bergamo, Lora Serane, Margarita Bo, Lora Samobile, Das Fani Bergamo, Salame Pepre, Margarita Arne. Das war der richtige Text und ich verbürge mich dafür. Dürfen wir schon essen? Weiß gar nicht. Das muss die Filch vorher gesagt haben. Guten Abend, Kinder. Ich bin Madame Bouré und ich lehre Spanisch. Telespanolamente. Ich spreche sehr gut Spanisch. Hola, soy Lucía, mucho gusto. Seht ihr, ich bin eine echte Spanischlehrerin. Buyumukiadi, mulumucenti. Also das war ja perfektes Spanisch. Das mit den Spice Girls war abgesprochen. Also wenn ihr mich fragt, spricht die kein Spanisch und tut nur so. Ach was. Denk an die Urheberrechte! Ach, jetzt reicht's mir aber mit deinen Urheberrechten. Nimm das! Und das! Dieser Witz mit den Urheberrechten wird einfach nie langweilig. Du bist nicht mehr lustig, Potter! Aber ihr feiert's, oder? Boomer Cringe. Oh, okay, ich höre ja schon auf. Hey Ron, Wettrenn ins Schlafzimmer. Erster. Ah, mein Zeh! Was willst du von dieser neuen Spanischlehrerin, Harry? Von wem? Madame Poiré, oder wie die heißt? Ich glaube, die ist eine echt gute Lehrerin. Ich hab mir gerade den Zeh gebrochen, okay? In 2 Wochen ist das Ed Sheeran-Konzert, das will ich auf keinen Fall verpassen. Wow. Dann solltest du den erstmal kühlen, Mann. Ja, klar, genau. Den Zeh oder Ed Sheeran? Habe ich nicht letztens bei CNN noch was über den Effekt von kaltem Wasser gesehen? Wenn man seinen Fuß lange ins kalte Wasser steckt, dann löst sich nachts der Darm und man wälzt sich schwitzend umher. Ach ja, genau. Was? Boah, Ron, hast du gefurzt? Stinkt schlimmer als damals, als Moody das Ei geplatzt ist. Harry Potter und die Phönixbande. Harry, das Ende fand ich ein bisschen flach. Ach was, Ron, die Leute stehen drauf, wenn jemand zu lustiger Musik furzt. Harry Potter und die Phönixbande. Harry Potter und die Phönixbande. Harry Potter und die Phönixbande.